meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin top motiviert, mit euch heute den Violet Swipe zu machen. Alles, was wir uns fürs heutige Video wünschen, ist einen wunderschönen Farbverlauf zu zaubern und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Ganz viel Spaß dabei! Okay, gesagt, getan. Ich möchte heute mit euch den Violet Swipe machen. Dafür habe ich uns schon eine ganz tolle, wunderschöne, violette Basisfarbe vorbereitet. Heute möchte ich gucken, dass ich die Mitte ein bisschen ausspare. Dementsprechend mache ich die Basis oben und die Basis unten. So weit, so gut, meine Lieben. Ich habe meine Basis fertig gemacht. Ihr könnt gut sehen, ich habe die Mitte ausgespart. Nun beginne ich, unsere Farben für den Swipe nach und nach zu schichten. Ich beginne mit unserem Bronze. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist unser Gold. Anschließend Titanium Weiß. Wunderbar. Wieder wird die nächste Farbe sein, die wir verwenden. Die werde ich neben unserem Weiß positionieren. Ihr könnt gut erkennen, dadurch, dass die Farben ein bisschen dicker sind, macht es mir das ziemlich einfach, die aufzutragen. So. Sie sind echt sehr zähflüssig und reißen nicht ab. Das ist gut. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist unser Himmelblau. Platziere ich neben dem Lila einmal oben und unten. Und nun habe ich noch einen kleinen Becher mit unserer Basisfarbe vorbereitet. Die werde ich jetzt einmal in die Mitte geben. Und diese werden wir dann auch zum Swipen benutzen. Wunderbar. Also meine Lieben, zum Swipen könnt ihr ganz viele verschiedene Utensilien benutzen. Entweder ihr nehmt ein Palettenmesser, ich habe hier ein mittelgroßes oder tatsächlich ein großes mit einer Teigkarte geht es auch ganz gut. Ich habe mich heute für eine etwas festere Folie entschieden. Das ist wohl eine alte von unserem Sohn. Diese werde ich nun auflegen und die lila Farbe nach unten swipen. Ich möchte es noch einmal mit der Teigkarte versuchen. Ja. Mit der habe ich ein bisschen mehr Gefühl, kommt mir vor, weil die Farben ja doch sehr dick sind. Funktioniert das gut. Also erneut, ich lege meine Teigkarte in die lilane Farbe und ziehe die Farbe nach unten. Diese Seite lasse ich ruhen und drehe hier mein Baby einmal um. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche. Ich tippe mit der Teigkarte in die lila Farbe und lasse die Teigkarte vorsichtig nach unten gleiten.
Okay, meine Lieben, ausgeswiped habe ich jetzt erst einmal. Jetzt werde ich einmal noch mit dem Brenner drüber gehen. Okay, meine Lieben, also der Violet Swipe hat super funktioniert. Und jetzt möchte ich hier in unserer Mitte noch einen Baum zaubern. Auch in der Swipe-Technik. Dafür habe ich mir hier ein paar Utensilien zurechtgelegt. Ich beginne mit meinem kleinen Palettenmesser und muss mir nun überlegen, wie unser Stamm angereiht sein soll. Ich beginne einfach hier unten mit Gefühl. Ihr könnt sehen, ich nehme die Farbe mit. Und beginne langsam unseren Stamm zu formen. Das gleiche mache ich natürlich auch noch von der rechten Seite. Ich lege mein Palettenmesser an und ziehe vorsichtig die Farben in den Stamm. Nach jedem Swipe mache ich mein Palettenmesser immer ein bisschen sauber. Ich habe mir hier ein bisschen Küchenpapier zurechtgelegt. Um den Stamm zu formen, nehme ich immer die Farbe von unten auf. Und ihr könnt hier schon super erkennen, was wir hier für einen schönen Farbverlauf schaffen. Sehr gut. Ihr könnt gut erkennen, ich forme größere und kleinere Äste. Das ist mir ganz wichtig. Auch wenn das hier vielleicht ein Fantasiebaum ist, ist es in der Natur ja auch so, dass nicht jeder Baum und jeder Ast gleich gewachsen ist. Deswegen möchte ich das hier in meiner Kunst auch so halten. Thank you.
Nun beginne ich, unsere Äste ein bisschen auszuformen. Dazu nehme ich die Spitze von unserem kleinen Palettenmesser und beginne, so kleinere Äste zu formen. Hier, meine Lieben, macht es bitte, wie es euch gefällt, wie es euch beliebt. Wie immer, es ist nur meine Interpretation von unserem Märchenbaum oder Fantasiebaum. Es gibt hier wirklich kein richtig und kein falsch. Ich möchte euch nur ein paar Inspirationen geben, mal auch Neues auszuprobieren. Diese Technik ist super cool und macht irre viel Spaß. Für mich ist es tatsächlich auch ein bisschen meditativ, sogar würde ich sagen. Also mich beruhigt es unglaublich, wenn ich hier an so kleinen Feinarbeiten arbeiten darf. Das liebe ich schon wirklich sehr. So, meine Lieben, also ich habe genug Detailarbeit geleistet. Jetzt hole ich euch gerne mal ein Stück näher ran, damit ihr euch diese tollen Details angucken könnt. Wir haben hier unten durch unseren Swipe schöne Wurzeln geschaffen, wie ich finde. Hier kann man toll erkennen, wie die Äste auseinandergehen, als würde der Baum hervorkommen aus dem Märchenwald. Wir haben hier das Kupfer und das Gold, was sich toll verhält. Wir haben sogar ein paar kleine Bubbles. Ich muss dazu sagen, mir kommt vor, ich hatte ein bisschen viel Farbe heute. Also ich werde es wahrscheinlich nochmal ausprobieren mit etwas weniger Farbe. Aber ich muss wirklich sagen, das Bild spricht für sich. Wir haben einen tollen Farbverlauf geschaffen und ich liebe es sehr. Wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, lasst dem Video gern einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet in Zukunft, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. So könnt ihr mich unterstützen. Und dann danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.